Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch meine Jahresfavoriten von 2020, auch wenn es schon 2021 ist. Aber ich habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin ja vom Sternzeichen Zwilling, deswegen ist klar, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Sowohl die High-End-Seite als auch die Drogerie-Seite. Deswegen habe ich mir aus jeder Kategorie ein High-End-Produkt und ein Drogerie-Produkt ausgesucht, manchmal auch zwei. Und da ich zwei Gesichtshälften habe, kann ich das entsprechend euch jetzt auch so zeigen. Es wird dann auch so ein bisschen ein Dupe-Video mehr oder weniger. Und ich würde einfach sagen, wir starten. Ich starte das natürlich jetzt auch so, wie ich mich schminke, weil ich starte ungeschminkt ganz aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich wir schminken uns zusammen, Leute. Primer. Da habe ich auf der Catrice-Seite tatsächlich Glow Primer natürlich, auf jeden Fall, habe ich mir zwei ausgesucht von Catrice, auf der Catrice-Seite vor allem, ne, auf der Drogerie-Seite, den Catrice Tensational Primer. Das ist so ein geiles Zeug. Also der ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu dunkel im Winter für mich, also der färbt nämlich auch ein bisschen die Haut ein. Der gibt nicht nur Glow, Feuchtigkeit und so weiter, sondern er gibt halt auch wirklich ein bisschen Farbe ab. Da muss ich halt gucken, ob ich das möchte. Ne? Und auf der anderen Seite, nein, auf der gleichen Seite, auch aus der Drogerie, von Love den Aura Glow Primer. Das ist dieser hier, den habe ich von Purist zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Den habe ich auch schon mal leer gemacht, der ist einfach großartig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich verwende heute auch tatsächlich auf der Drogerie-Seite den von Love, weil den Tensational, den habe ich schon so häufig verwendet, dann kann ich den jetzt auch verwenden. Auf der High-End-Seite verwende ich von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Auch das habe ich mal zugeschickt bekommen, deswegen steht hier auch irgendwo um mich herum Werbung, ne? Ein ganz, ganz tolles Glow. Gedönsen, Leute, ohne Witz. Das macht euch jede Foundation wundervoll und habe ich auch schon gut verwendet. Deswegen, die beiden werde ich jetzt verwenden. Ich trage aber vorher auch noch ein bisschen Pflege auf. Das ist so ein Zwischending. Also ich will ja keine Pflege hier eigentlich mit reinbringen, aber ich verwende vor einem Glow Primer entweder einen hydratisierenden Primer oder halt eine reichhaltige Tagespflege oder einen Moisturizer. Und da nehme ich jetzt aktuell hier vom Schminken immer von Good Molecules den Priming Moisturizer, einfach weil der halt genauso dafür auch ausgelegt ist. Ne? Auch den habe ich mal zugeschickt bekommen. Aber trotzdem, nicht, also ihr kennt das, ne? Ihr wisst das bei mir. Meine Meinung ist ehrlich, egal ob ich ein Produkt zugeschickt bekommen habe oder ob ich mir das selber gekauft habe, meine Meinung, die ich äußere, ist meine Meinung und es bleibt auch so. Genau. Gebe ich mir zwei Pumpe auf und gebe die erstmal ins Gesicht. Dann gebe ich mir noch eine Pumpe auf und das kommt auf den Hals. Jetzt ist die Zeit für meinen ultimativ krassen Haarreifen gekommen. Muss sein, ne? Und dann gebe ich mir jetzt auf die linke Seite die High-End-Produkte auf und auf die rechte Seite dann die Drogerieprodukte. Das heißt, ich fange an mit dem How Cosmetics Pearl Shine Elixier. Dann nehme ich mir auch einfach hier aus der Pipette ein bisschen was und gebe das auf mein Gesicht. Das war jetzt etwas viel. Man sieht auf jeden Fall, dass dieser Glow etwas kühler ist, weil er halt mehr so ins rosafarbene geht, rosa-bläuliche, ne? Und gibt aber einen schönen Glow und das macht so eine schöne Strahlkraft. Ich würde es jetzt eher weniger so tragen. Ich würde mir da schon immer eine Foundation, eine getönte Tagescreme oder sowas drüber geben, ne? Das wäre mir sonst wahrscheinlich zu intensiv. Auf die andere Seite gebe ich mir den Aura Glow Primer von Love. Das kommt mit einem Pumper, ist dementsprechend jetzt etwas goldstichiger, also eher wärmer. Und der Glow, der von dem Love Perfectitude Aura Glow Primer ausgeht, ist eher subtiler und es hat auch eine ganz, ganz leichte Tönung mit dabei. Genau. Und schaut dann so aus, ist dann wirklich, wie gesagt, wärmer als das von How. Aber vom Tragekomfort her und wenn ich nachher eine Foundation aufgebe, sind die beide richtig toll. Um die Foundation einzuarbeiten, werde ich auf beiden Seiten natürlich ein Schwämmchen verwenden, aber es sind unterschiedliche Schwämmchen. Im Prinzip von der gleichen Marke, weil beides sind Kooperationsprodukte mit Luvia. Einmal habe ich hier das Schwämmchen von Luvia mit Luisa Crescent. Das ist dieses hier, das ist das kleinere von den beiden, also der Face Sponge. Und auf der anderen Seite habe ich Luvia mit Maxime Giacomo. Das ist dieser Schwamm und der macht einfach Spaß. Der macht immer so, dann mache ich es jetzt auch. Der verfärbt sich bei Wärme. Genau. Und die werde ich jetzt verwenden.
Auf der High-End-Seite habe ich zwei Foundations, die ich ins Auge gefasst habe, die mir wirklich gut gefallen. Wenn ich eine etwas leichtere Deckkraft möchte, greife ich gerne zu der Clarins Skin Illusion Foundation. Die habe ich in der Farbe 103 Ivory. Das ist diese hier, die kommt mit so einem Pumpspender, ach Quatsch, mit einer Pipette daher. Ist auch eine ganz, ganz perfekte Farbe für meine Winterhaut. Ein müh dunkler, also eher eine Herbst- oder Frühjahrs-Foundation, ist für mich die Lancôme Term Miracle Foundation. Auch die ist hydratisierend, hat einen Lichtschutzfaktor von 15 und ich habe hier die Farbe 01. Ne, das sind beides total super klasse Foundations. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben sind, denn es hat ja gerade geklingelt und da wurde was abgeholt. Dann habe ich den Akku gewechselt und dann habe ich noch ein Käffchen getrunken. Egal, ich glaube, ich war bei der Lancôme Term Miracle Foundation. Ich weiß nicht, habe ich ja in der Farbe 01. Die ist ein bisschen deckender als die Clarins Skin Illusion Foundation. Und ich mag aber eigentlich die Skin Illusion von Clarins etwas lieber. Nicht nur, weil der Farbton jetzt aktuell besser passt, sondern einfach so von der Textur her, weil die ein bisschen leichter ist, ein bisschen flüssiger. Auf der Drogerieseite habe ich zwei verschiedene. Hier sieht man mega, dass ich die auch im Sommer gut verwendet habe. Von Maybelline, die Dream Satin Liquid, habe ich in der Farbe 01 Natural Ivory. Die ist mir jetzt aber tatsächlich ein bisschen zu dunkel. Also das wird jetzt aktuell nicht mein Farbmatch sein, deswegen werde ich die leider nicht verwenden. Ich verwende dann meine ebenfalls auch sehr, sehr geliebte Foundation, und zwar von Catrice, die True Skin Hydrating Foundation. Habe ich in der Farbe 010 Cool Cashmere. Die fand ich auch richtig, richtig gut, oder finde ich richtig gut, und deswegen gehört sie auch zu meinen Favoriten. Und ja, die beiden trage ich jetzt auf. Von der Clarins Foundation gebe ich mir einfach ein bisschen was auf mein Schwämmchen aus der Pipette. Das lässt sich halt super, super leicht einarbeiten, weil das eine sehr, sehr angenehme Textur ist, eine sehr flüssige Geschichte. Ja, ist halt jetzt nicht super deckend, aber es macht halt ein schönes Hautbild, finde ich. Das beruhigt alles ein bisschen. Ich finde auch wirklich, dass man einen krassen Unterschied sieht, wenn ich die aufgetragen habe. Der Glow von dem Primer kommt noch richtig schön durch. Das sieht alles so natürlich aus, aber trotzdem beruhigter, angeebneter, ausgeglichener. Und auf der anderen Seite verwende ich jetzt die True Skin von Catrice. Die hat einen Pumper und da gebe ich mir einfach mal einen Pumper hier auf. Die ist nicht ganz so flüssig. Farbtechnisch aber sehr, sehr ähnlich. Na, ein ganz kleines bisschen dunkler ist die. Vom Finish ist die deckender und auch ein bisschen pudriger. Also die hat etwas höhere Deckkraft, das sehe ich auch anhand der Muttermale, dass die besser abgedeckt sind. Ja, aber das ist halt so, ne? Ich habe ja auch gesagt, dass die Skin Illusion etwas mehr eine leichte Deckkraft hat und etwas natürlicher ist. Dafür ist die True Skin. Es lässt halt immer noch alles, da ist ein Flusen, wie Haut aussehen, aber ne? Ja, schon schön, ja. Die ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendender als die, aber beide mag ich enorm gerne. Wenn man einfach zwei verschiedene Schwämmchen verwendet und das trotzdem noch alles etwas besser eingeblendet haben möchte. Auch das ist mein absoluter Jahresfavorit. Das ist ja nicht unheimlich niedlich. Der pennt da gerade vollkommen weg. Okay, Concealer habe ich mir jetzt auch zwei rausgesucht. Das ist einmal auf der High-End-Seite der Magic Away Liquid Concealer von Charlotte Tilbury. Also, ne, ich finde den auch richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, wie heißt die Farbe? Habe ich überklebt. Super. Nee, 2 Fair ist die Farbe. Genau. Der kommt mit einem Schwämmchen-Applikator. Das finde ich unhygienisch, ehrlich gesagt, aber trotzdem. Ich mag den Concealer gerne. Dieses Schwämmchen ist nicht ganz meine Welt. Auf der anderen Seite verwende ich von Essence den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Das ist dieser hier und den habe ich in der Farbe 10 Light Ivory. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass hierzu das Dupe in Anführungsstrichen eher der Löscher wäre von Maybelline, aber ja, ich finde den, ne, also ja, den von Essence auch gut. Das muss man halt hochdrehen, bis dann irgendwann oben Produkt rauskommt. Und dann tappe ich mir das einfach mal so ein und blende mir das auch mit dem Schwämmchen einmal ein. Es geht halt super schnell, ne, weil das auch eine relativ angenehme, leichte Textur ist. Und der creased nicht, der ist wirklich eine schöne Geschichte. Deckt auch so minimal ein paar Rötungen ab, ist aber jetzt nicht super hoch von der Deckkraft her, aber das brauche ich auch eigentlich nicht so ultimativ, ne? Jo, und so schaut es dann aus. Hat schon eine ordentliche Strahlkraft, man sieht es halt auch richtig, ne? Genau, und dafür verwende ich jetzt von Essence den Healthy Glow
Plus Concealer. Nee, den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer, genau. Der ist fester von der Konsistenz, der ist auch ein bisschen dunkler, sieht man auch. Und weil der eben auch so stark deckend ist, gebe ich mir den auch nicht so intensiv auf, wie ich das gerade hier mit dem Schwämmchen gemacht habe, sondern wirklich nur punktuell und blende den dann einfach ein. Der hat halt eine deutlich höhere Deckkraft und ist von der Konsistenz viel, viel fester. Aber auch der ist angenehm für mich. Der kriecht mir auch nicht so in die Fältchen rein. Das ist eine schöne Geschichte. Wenn man möchte, kann man den auch ein bisschen aufbauen. Man könnte die Concealer auch theoretisch mit einem Pinsel einarbeiten und nicht mit einem Schwämmchen. Das mache ich auch ganz gerne tatsächlich. Ne? Wenn ich manchmal eine etwas höhere Deckkraft haben möchte, mache ich das lieber mit einem Pinsel und gehe dann gegebenenfalls nochmal mit einem Schwämmchen drüber. Aber jetzt habe ich die Schwämmchen hier. Die werden dann jetzt auch verwendet. So sieht es dann entsprechend auch aus, wenn der Concealer aufgetragen ist. Meine Haut sieht sehr eindimensional aus, aber das werden wir nachher noch alles etwas ändern. Ich habe das mir auch angewöhnt, dass ich jetzt, bevor ich abpuder, mir die Lidschattenbase schon auftrage, damit ich die Lidschattenbase schon mit meinem Puder setten kann. Genau, und da habe ich mir für die High-End-Seite die Urban Decay Primer Potion rausgesucht. Einfach, ja moin, einfach weil ich die schon jetzt ständig in Anwendung hatte. Ne? Die kommt mit so einem Füßchen einfach daher. Ja, finde ich im Auftrag okay, muss ich sagen. Aber ja, ne, ich mag es, glaube ich, schon lieber, wenn ich das wie hier, das ist auch ein absoluter Dupe dazu, ne? Essence You Better Work Gym Proof and Waterproof Eye Primer, das ist dieser hier. Wenn ich das mit so einem Rausdrückvieh mache. Das gefällt mir irgendwie besser, tatsächlich, bin ich ehrlich. Aber ja, die sind sehr, sehr vergleichbar, weil beide haben eine leichte Tönung drin und das werdet ihr jetzt auch sehen, wenn ich das jetzt aufs Auge auftrage. Genau, das muss ich hier so abstreifen. Das finde ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich tatsächlich hier das Ding hier fast schon leer habe oder ob das am Produkt liegt, keine Ahnung. Und gehe da halt einfach mit dem Schwämmchen einmal kurz so drüber. Kann man auch mit dem Pinsel machen, aber wie gesagt, die Schwämmchen habe ich gerade da. Hat eine leichte Tönung, deckt dementsprechend dann auch so meine Äderchen am Auge ab, was ich extrem feier. Also das brauche ich auch, ne? Weil ich habe halt eine sehr, sehr helle Haut und deswegen scheinen dann auch meine Adern durch. Und das lässt dann auch das Augen-Make-up etwas unruhiger aussehen, weil ich halt genau hier eine Ader habe. Ich glaube, die haben wir alle ja da. Aber bei mir kommt sie durch die sehr helle Haut halt extrem raus. Und auf die Seite gebe ich mir dann von Essence die Primer-Geschichte. Genau, dann gebe ich mir so ein kleines Fürstchen dahin. Und auch das wird mit dem Schwämmchen eingearbeitet. Bei dem ist es halt, also bei beiden ist es wirklich so, ne? Dadurch, dass ich ein Schlupflid habe, brauche ich das ja auch, dass ich irgendwas habe, was meinen Lidschatten an Ort und Stelle hält und verhindert, dass er irgendwo hinrutscht und flöten geht. Deswegen ist es ganz gut, einen Lidschattenprimer zu verwenden. So, das Ganze ist dann soweit jetzt auch eingearbeitet und jetzt kann ich einmal mein komplettes Gesicht setten. Was ich mir aber ebenfalls angewöhnt habe, ist, dass wenn ich meine flüssigen Texturen aufgetragen habe, sprich Primer, Foundation, Concealer und Lidschattenbase, dass ich mir jetzt so ein Setting Spray drüber gebe. Denn jetzt dürfen sich erstmal die ganzen flüssigen Texturen auf meinem Gesicht setten und später gebe ich mir noch ein Fixing Spray drüber. Auf der High-End-Seite bedeutet, also ich versuche, also ständig verwende ich das tatsächlich. Man sieht es hier bei dem hier, das MAC Fix Plus, da habe ich die Rosen-Variante. Das habe ich jetzt immer eigentlich in aktueller Anwendung, brauche ich jetzt leider gerade auf. Und auf der Drogerieseite nehme ich von Morphe das Continuous Setting Mist. Kannst du eigentlich auch zum Fixieren von Make-up nehmen. Ich nehme es jetzt aber tatsächlich eher für das Setten, damit sich alles setzt, mit der Haut verbindet und die Texturen sich miteinander verbinden. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, wie ich das am besten hinkriege, dass ich nur eine Seite... Nur es geht. Genau. In den offenen Mund gespritzt. Und... Oh Gott, das habe ich wirklich gesagt, ne? Ja, und das... wird mit dem Schwämmchen eingearbeitet. So, und auf der anderen Seite, das finde ich auch so, so gut, weil das einfach, es ist continuous, ne? Du hast halt einen permanenten Sprüh-Ding. Und das riecht gut. Ja, mag ich tatsächlich gerne. Man kann auch seine Schwämmchen einfach mit Fixing Spray ansprühen, ne? Und dann nochmal drüber gehen oder deine Schwämmchen in Fixing Spray nass machen. Auch das geht, mache ich auch manchmal.
Heute habe ich einfach Wasser verwendet und das dann jetzt so drüber gesprüht. Und jetzt hat sich alles nochmal ein Stückchen mehr mit der Haut verbunden. Ja, von der Nähe sieht man das. Und jetzt kommt das Puder zum Einsatz. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr. Ja, auf der Drogerieseite habe ich ein loses Puder mir ausgesucht. Und zwar von Catrice, das Glow Illusion Loose Powder. Das verwende ich sehr, sehr gerne, um einfach unter meinen Augen zu setten. Das Problem bei diesem Puder ist tatsächlich dieses ja, Ding, was hier vorher drauf war, was ich jetzt runtergenommen habe. weil das lässt sich einfach überhaupt nicht rausfusseln, muss ich ehrlich sagen. Ne? Hat mich mega genervt, deswegen habe ich es dann irgendwann einfach entfernt. Und genau, das nehme ich jetzt gleich einfach mal, um unter den Augen zu setten. Auf der High-End-Seite verwende ich von Becca dieses Puder. Das ist das Hydra Mist Set and Refresh Powder. Genau, einfach ein Setting Powder. Das hatte ich in einem Adventskalender drin. Ist aber wirklich als Dupe zu sehen. Hier hast du auch so ein Netz mit da drin. Genau. Als Pinsel verwende ich einen Pinsel von einer Marke, die ich als Pinselmarke richtig gut finde. Und zwar BH Cosmetics. Das ist hier aus einem Pinselset. Genau, den verwende ich jetzt auch auf beiden Seiten. Da gehe ich dann zuallererst mal in das High-End Puder rein. Das steht hier ja schon ein bisschen ab. Da kann man einfach mit dem Pinsel so in das Netz reingehen und das so runterdrücken. Das ist halt super, super fein. Soll ja auch irgendwie so ein bisschen so Hydra-Mist-mäßig was haben. Also dass es eigentlich auch sich anfühlen soll wie nass. Ich finde nicht, dass es das tut, aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an und settet meinen Concealer sehr schön. Ohne trocken auszusehen. Und das finde ich eben auch immer wichtig, ne? Weil gerade wenn man halt nicht mehr 15 Jahre alt ist, hat man ja auch tatsächlich das ein oder andere Fältchen um die Augenpartie drumherum und braucht dann eigentlich auch eher Produkte, die jetzt nicht mega austrocknend sind, weil das ist für mich so kontraproduktiv, ne? Wenn ich Augenfältchen habe und dann noch trockene Produkte verwende, heidenei. So, da braucht man auch nicht viel von und das gebe ich mir auch nur eben so um die Augenpartie drumherum auf, eben um den Concealer und die Lidschattenbase zu setten. Mehr muss es nicht sein. Genau. Dann mache ich hier an meinem Handtuch das Pinselchen einmal sauber, dass wir das Ergebnis nicht verfälschen und gehe dann wieder mit dem gleichen Pinsel, mit demselben Pinsel, das ist der ein und derselbe Pinsel, in das Glow Illusion Puder. Da kriege ich jetzt natürlich dadurch, dass ich hier dieses das Zeug davon entfernt habe, kriege ich deutlich mehr Produkt auf meinen Pinsel und das wird dann ordentlich verteilt und eingearbeitet. Sieht man einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Also ich könnte mich auch so vor die Kamera setzen und sagen, ich habe mich auf beiden Seiten bislang mit den gleichen Produkten geschminkt, oder? Aber das sind ja auch nur die Base-Produkte da. Es ist immer recht, meiner Meinung nach, recht einfach, einen Dupe zu finden. Auch die Batik-Pinsel habt ihr bei mir dieses Jahr sehr, sehr häufig gesehen, weil ich die auch echt klasse fand. Habe ich mir im Ausverkauf tatsächlich geholt. Ne? Deswegen muss auch der jetzt zur Anwendung kommen. Auf der Drogerieseite verwende ich von Rival Loves Me das Marshmallow HD Compact Powder. Das ist echt klasse. Also da war ich sehr, sehr froh, dass ich das in die Hände bekommen habe. Sage ich jetzt einfach mal, es riecht gut. Es fühlt sich gut auf der Haut an. Eigentlich ist mein liebstes High-End-Puder das von Manaka da, weil das halt wirklich sehr perfektionierend ist. Das macht dir so ein gefotoshopptes Gesicht, ne? Also da habe ich jetzt hier einfach mal das HD Perfecting Powder und genau, ich weiß noch nicht, ob ich das verwende oder ob ich das von Too Faced nehme, weil das von Too Faced, das Primed and Poreless Pore Blurring and Mattifying Face Powder ist schon geil, ne? Das ist dieses hier. Muss ich mal schauen. Es ist halt eher vergleichbar mit dem Marshmallow Powder. Ne? Da siehst du natürlich auch keine Schrift mehr drin. Das ist auch echt schön. Riecht aber so nach nichts. Hat einen Spiegel mit dabei. Kann man hier hochklappen. Eigentlich. Hallo. So. Und hier hat das auch irgendwie nochmal einen Spiegelkram mit drin. Und ein, ne, für Touch-Ups zwischendurch, was ich nie verwende. Ich glaube, ich werde die beiden auch verwenden. Rival Loves Me so rum und Too Faced. Weil das von Manaka da ist nicht als Dupe zu sehen. Aber es ist eigentlich mein liebstes Puder. Genau, so, dann nehme ich jetzt als erstes von Rival Loves Me das Marshmallow HD Compact Powder. Gehe da mit dem Batik-Pinsel rein. Und, ach, das ist echt toll. Wirklich, ne? Also, gibt dir nochmal wirklich ein schönes Finish auf dem Gesicht. Nicht wundern übrigens. Natürlich werde ich jetzt so ein bisschen mattiert durch die Puder an sich, aber mit der Zeit kommt der Glow im Gesicht ja wieder durch. Ne? Das ist ja nur für den ersten Moment. Ich gehe dann auch noch so ein bisschen ebenfalls an die Ränder der Augenpartie mehr oder weniger, damit die Puder sich auch miteinander verbinden.
Aber viel Puder brauche ich tatsächlich nicht, weil meine Haut ja sowieso sehr trocken ist. So, das tape ich tatsächlich auch immer so ein, dass ich das so reindrücke, ne, das Puder, und nicht so wische. Sondern ich möchte ja die Foundation setten und deswegen wird das so reingedrückt, damit das alles sich zusammendrückt. Ich komprimiere mein Gesicht, kann man das so sagen, ich weiß nicht. Genau, mache ich dann an meinem Handtuch hier wieder sauber. Und dann gehe ich in das Too Faced Primed and Poreless Puder. Ach, das finde ich echt schön. Das macht Geräusche. Ich finde, dass das noch ein Stück weit mehr mattiert, was für mich persönlich ja nicht positiv eigentlich ist. Ne? Also ich mag da von den beiden Pudern lieber das Marshmallow Puder von Riva Loves Me. So, jetzt haben wir das Ganze an Ort und Stelle gesettet und das hält mir auch Ewigkeiten. Ne? Also beide Seiten werden mir richtig lange halten. Als nächstes gehen wir zu Bronzer. Da hat sich, ich glaube, letztes Jahr müsste ich eigentlich auch ein Favoritenvideo gedreht haben. Und ich meine, dass ich auch genau diese beiden Produkte gezeigt habe. Da habe ich einmal von Too Faced den Milk Chocolate Soleil. Ach, der ist einfach herrlich, Leute. Der ist einfach herrlich und den teile ich mir sehr gut ein. Trotzdem habe ich da schon sehr viel von weggenudelt, leider. Ist für mich der perfekte Winterbronzer. Ne? Und auf der anderen Seite verwende ich natürlich von Physicians Formula den Butter Bronzer. Das ist auch so ein scharfes Teil, ey. Ich wollte es gerade drehen, das macht keinen Sinn. Genau, der ist auch super. Der ist jetzt ein bisschen dunkler als der Milk Chocolate Soleil. Als Pinsel verwende ich jetzt von Catrice einen, den ich auch echt gut finde. Ich mag diese großen Limited Edition Pinsel von Catrice einfach super gerne. Ich swirl dann so ein bisschen da durch, arbeite es ein bisschen in die Pinselhärchen ein und wärme mein Gesicht auf. Das hier war jetzt die Drogerieseite. Ja, ich muss die Schwämmchen hier eben kurz andersrum wieder hinlegen, weil die Schwämmchen mir vorgeben, auf welcher Seite ich jetzt welche Produkte verwende. Also, ne, man sieht es auch, es ist super leicht. Aber es ist da und es gefällt mir. Wenn man natürlich einen fester gebundeneren Pinsel genommen hätte, könnte man die Deckkraft oder die Farbintensität, die Pigmentierung etwas höher damit gestalten. Ich finde, jetzt im Winter brauche ich jetzt nicht so ultimativ krass gebronzt aussehen, weil wovon? Ne? Die Sonne ist ja eh nicht da und deswegen brauche ich da auch nicht so viel von mir aufbauen. Also nicht so krass. Genau, ich gehe auch, weil ich Zopfträger bin, immer hinter mein Ohr mit Bronzer. Klingt komisch, ist aber so. Ja, weil ansonsten hast du hier halt dieses Braun von dem Bronzer und da ist dann Weiß. Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Ja, meine Ohrläppchen, ich schmink meine Ohren nicht. Nee, das funktioniert bei mir auch einfach nicht. Ich glaube, den Butter Bronzer, den gibt es auch mittlerweile in unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt hier Muru Muru Butter Bronzer, da steht aber keine Farbbezeichnung drauf. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch eine alte Version von dem oder so. Weiß ich nicht. Und zack, hat mein Gesicht auf dieser Seite auf jeden Fall schon wieder etwas mehr Dimension. Dann mache ich den Pinsel natürlich wieder etwas sauber hier in meinem Handtuch und verwende den Milk Chocolate Soleil. Oh, der ist so toll. Der ist mir eben runtergefallen und da ist nichts kaputt gegangen. Ich hatte ein bisschen Angst, eben als ich hier mein Studiokram vorbereitet habe. Genau. Oh, ich habe es gerade eingeatmet. Also der ist sehr, sehr fein. Sehr, sehr fein. Deswegen ist mir gerade hier Puder in den Mund gekommen und ich habe es eingeatmet und es schmeckt einfach so süß. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, das ist, aber schmeckt gut. So sehe ich jetzt gebronzt aus und ich finde, dass es auch von der Intensität her vollkommen ausreichend ist. Also viel mehr Bronzer brauche ich auf meinem hellen Gesicht nicht haben. Dann sieht es wirklich unnatürlich aus. Und jetzt gehen wir weiter zu Blush und da habe ich mir zwei rausgesucht. Die sind echt klasse. Auf der Drogerieseite habe ich hier von Max Factor den Compact Blush, Pastel Compact Blush in der Farbe 15 Seductive Pink. Der ist so schön. Ich mag den richtig gerne. Der ist sehr pudrig, aber der ist halt auch nicht zu intensiv. Ne? Wenn man den so sieht, denkt man sich, weiß nicht, kann das was? Der hatte mal eine Kuppel, die hat er nicht mehr. Ich finde den echt klasse, den werde ich auch demnächst aufbrauchen, denke ich. Und auf der anderen Seite verwende ich von Benefit den Rocketeur Blush, das ist dieser hier. Den habe ich auch in Paletten drin, in Face-Paletten. Und den habe ich von der lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Genau, der schaut so aus. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Dupe, sage ich mal. Ne? Also die beiden sind jetzt nicht dupe-mäßig miteinander vergleichbar. Auftragen werde ich die beiden Geschichten mit dem Nire Radiant Blush Brush in der Farbe 305. Da habe ich ja die Goodie Box in der Kooperation bekommen und da war der drin. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Und ja, dann tragen wir erstmal den von Max Factor auf. Schön. Und der kommt hier hin. Ach. Der ist so schnell verblendet, hat auch einen leichten Glow mit dabei, ne? Den mag ich gerne.
Also ich mache das vor allem hier, dass ich mir Blush auftrage, blende den aber auch so ein bisschen weiter und gehe dann auch so ein bisschen über die Nase, was ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt zwei verschiedene verwendet, ne? Aber so trage ich den auf und ich finde den einfach sehr schön vom Ergebnis her, weil der so ein Hauch von, aber er ist da, man kann ihn aber auch extrem noch weiter aufbauen. Man kann sich da richtig krass mit overblushen, wenn man möchte. Ja, aber der macht ein richtig tolles Ergebnis, ne? Weil der halt auch so einen Glow mit dabei hat. Und diesen Glow, den wir hier in diesem Blush finden, der sehr subtil, aber trotzdem da ist, finden wir auch in dem Benefit Rocketeur Blush. Ich mache den Pinsel wieder sauber. So, ne? Ich kann auch die andere Seite nehmen. Und da gehe ich jetzt auch rein. Der ist nicht so intensiv, der ist nämlich auch fester gepresst, ne? Und den trage ich mir dann hier auf. Ja, wobei, wenn ich die jetzt auf dem Gesicht habe, würde ich schon sagen, dass es Tubes sind. Tatsächlich. Siehst du? Da habe ich jetzt was entdeckt. Das wusste ich vorher auch nicht. Die sind wirklich sehr vergleichbar. Holla die Waldfee. Das baue ich, weil ich hier so ordentlich was drauf habe. Auf dieser Seite auch noch ein bisschen nach. Oh, es ist so schön. Ich mag Blush. Blush lässt mich frisch aussehen, gibt meinem Gesicht Dimension. Ich glaube, dieses Nase, Blushen, Gedönsen hat Niki Tutorials geprägt dieses Jahr, oder? Meine schon. So, dass es von ihr auskommt. Ja, das gefällt mir. Das finde ich schön. Das sieht frisch aus, das sieht lebendig aus und so mag ich meine Base auch gerne. Und jetzt gehen wir weiter zum Highlighter. Ich habe eigentlich keinen Drogerie-Lieblings-Highlighter. Habe mich dann aber entschieden, den von Catrice mit reinzunehmen. Der war, glaube ich, im Adventskalender drin, aber er steht im Prinzip für alle die jetzt auch immer so in Limited Editions drin sind. Und im Standardsortiment haben die den, glaube ich, auch mit aufgenommen, weil der super schön ist. Da habe ich hier den Powder Highlighter und genau, eigentlich, ja, das ist jetzt die Farbe Soft Candlelight, aber es ist halt die champagnerfarbene Variante von denen, ne? Genau, der ist mega. Ich brauche die Produkte jetzt übrigens meiner Meinung nach nicht mit der Hand zu swatchen, weil ihr seht die ja im Gesicht. Da gibt es für mich keinen Sinn, das zu tun. Auf der anderen Seite verwende ich, oh, der ist so geil, von Lidl Cosmetics den Wavelength Highlighter in der Farbe Isotope müsste das sein. Kann ich jetzt so von hier aus nicht lesen? Warte, ja. Und da habe ich sogar schon eine richtige coole drin. Den verwende ich so gerne. Der ist wunderschön. Leute, der ist echt wunderschön. Ich nehme jetzt zum Auftragen einfach mal den Pinsel, den ich eben für unter dem Auge Setten genommen habe. Mache den, wie gesagt, mal wieder etwas sauber. Und gehe dann zuallererst in den Isotope rein. Und da seht ihr gleich, wie wunderschön der ist. Also den baue ich mir gleich auch noch ein bisschen mehr auf. So ist es wirklich super natürlich. Da sieht man jetzt nicht allzu viel von. Aber wenn ich den... Oh, jetzt ist zu viel. So schön, der ist so nass und so da und so wunderbar und es hat sich gereimt und wahnsinnig toll, ne? Der ist richtig toll. Er hat auch einen Spiegel hier mit drin, das war jetzt ein bisschen viel Highlighter, um ehrlich zu sein. Das wollte ich gar nicht so viel machen, aber gut, jetzt habe ich hier halt so viel davon. Ich mag den. Den habe ich auch so häufig getragen. Also der ist auch hier in meiner Schminkbox drin, genauso wie der Butter Bronzer und auch das von Max Factor, das Blush, ne? Der Blush, den Blush. Düdelü Blush. Mega. Okay, und dazu habe ich mir auch gedacht, dass ein Dupe sein könnte, wie gesagt, der von Catrice. Pinsel wird hier wieder sauber gemacht, weil der auch so metallisch ist, ne? Und trotzdem nass. Also, ja, definitiv ein Dupe. Definitiv. Den Isotope finde ich tatsächlich schöner, aber das ist halt auch bam. In your face. Mega schöne, passende Farbe. Für mich passende Farbe, ne? Wahnsinnig toll. Hebt die Textur der Haut jetzt nicht irgendwie hervor, falls man da Unreinheiten oder Falten haben sollte. Beide Seiten hammermäßig, ne? Also mag ich ultra gerne leiden. Und da seht ihr, ja, definitiv, das sind meine Favoriten. Mit Sinn, ne? So, jetzt gehe ich auch noch ein bisschen über die Nasenspitze. Dann nehme ich jetzt einfach von Catrice den. Auch hier zwischen den Augen. Ich highlighte ja so viel. Man sieht übrigens auch jetzt schon, wie der Glow wieder durchkommt. Sowohl von meiner Haut als auch von den jeweiligen Primern, finde ich. Tada, so glänze ich jetzt vor mich hin. Ich lieb's. Wirklich. Also das ist eine ganz, ganz schöne Base-Geschichte, die ich jetzt drauf habe. Das macht mir gerade richtig Spaß, mich mit meinen Favoriten zu schminken, Leute. Ich sag's euch. So, jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die nennen sich Augenbrauen. Augenbrauen ist bei mir immer so schwierig. Als Blondine, also als wirklich Naturblondine, den perfekten Farbmatch zu finden, ist
so schwer. Wirklich. Weil manche Töne sind zu warm, manche sind zu aschig, dann zu hell, zu dunkel, zu unpassend. Ich meine aber, dass ich jetzt aus beiden Kategorien, aus beiden Bereichen Produkte jetzt hier zeigen kann, die schon sehr, sehr gut bei mir passen. Da habe ich auf der High-End-Seite von IT Cosmetics das Brow Power Produkt. Das ist dieses hier und das ist auch wirklich schön. Ich liebe es übrigens auch, wenn ich ein Spoolie mit drin habe, was ich bei dem günstigen leider nicht habe, weil da habe ich mir das andere, seht ihr gleich. Dafür habe ich hier jetzt aber eine etwas dickere Spitze, was ich persönlich eigentlich nicht so gerne mag. Ne? Genau, das kommt auf die eine Seite und ach, das fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Da merke ich wirklich, ja, ich habe High-End in der Hand und hier IT Cosmetics Sachen haben mir auch wirklich gut gefallen. Dann habe ich auf der Drogerieseite von Rival Loves Me den Eyebrow Pencil in der Farbe Natural Blonde. Den fand ich auch sehr schön. Da mag ich das hier aber nicht so gerne, was an der Kappe dran ist. Das ist ein Stift zum Anspitzen. Genau. Einfach ein Holzstift. Und die beiden trage ich mir doch jetzt einfach mal auf. Ja. Also die IT Cosmetics Seite ist halt wirklich, oder die High-End Seite, sehr, sehr natürlich, sehr, sehr fluffy, weil die Farbe halt auch nicht so dunkel ist. Ne? Mir gefällt das richtig gut. Ich mag das gerne leiden. Und das ist auch ein schönes Ergebnis, so wie ich das auch für mich gerne mag. Dieses Natürliche halt. Ne? Genau, den Spoolie lasse ich mir draußen, weil den werde ich auch verwenden, wenn ich jetzt das von Rival Loves Me verwende. Wenn man davon die Verpackung sieht, dann denkt man erst, oje, oje, ob das wohl was wird. Aber dann mache ich ihn auf die Augenbrauen halt wirklich drauf. Also ich schminke mich dann damit und sehe, ja, okay, die Farbabgabe ist super, super angenehm. Für mich perfekt und das ist halt natürlich blond, ne? So wie es halt auch drauf steht. Und so kommt es dann auch rüber. Der ist nicht ganz so aschig wie der von IT Cosmetics, aber trotzdem gibt er ein schönes Finish, finde ich. Ich mag halt bei Augenbrauenstiften, wenn man halt nur vorsichtig drüber fahren muss und eine sanfte Farbabgabe hat. Ich mag das nicht, wenn ich doll drücken muss. Ich mag das aber auch nicht, wenn ich Augenbrauenprodukte habe, die von jetzt auf gleich mega krass da sind. Deswegen komme ich persönlich auch nicht so gut klar mit diesen Augenbrauenpomaden, weil ich dafür selber einfach von Natur aus viel zu filigrane und viel zu dezente Augenbrauen habe. Das wird nicht funktionieren. Ja, also man sieht schon jetzt bei den Augenbrauen einen Unterschied. Also das ist auch das erste Produkt, finde ich, wo man auch direkt optisch einen Unterschied sieht. Aber ich finde, dass beide echt toll sind. Wie sollte es auch anders sein? Auf der High-End-Seite nehme ich natürlich zum Fixieren den 24 Hours Brow Setter von Benefit. Der ist so geil. Ich habe den halt in so einer Probiergröße oder habe ich einige von da. Das ist ein Gummibürstchen, genau. An der einen Seite hat es längere Borsten, an der anderen Seite etwas kürzere. Und auf der anderen Seite, und da habe ich mich selber gewundert dieses Jahr über, das habe ich durch diese ganzen, nur das günstigste, nur das teuerste aus einem jeweiligen Online-Shop, ne, durch die Reihe, die ich gemacht habe, lieben gelernt. Und zwar ist das von Lavera das Eyebrow Styling Gel. Das finde ich total klasse. Ohne Witz jetzt. Das ist Naturkosmetik und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das so gut finde. Und das hat ein Kunsthaarbürstchen. Das schaut so aus. Das greift aber perfekt jedes Augenbrauenhärchen und macht ein tolles Ergebnis. Wirklich. Und bei dem Benefit-Produkt gehe ich halt erst mit dieser langen Seite komplett über meine Augenbrauen und kämme sie so vorsichtig nach oben. Dann gehe ich mit der kürzeren Seite nochmal drüber. Und dann auch mit der kürzeren Seite von oben und legt das alles dann so ein bisschen mir zurecht. Dann ist es so leicht fluffy brow-mäßig, aber nicht so intensiv und das tackert dir die Augenbrauen halt ein Stück weit fest. Ne? Das ist so richtig da. Jo, und so schauen meine Augenbrauen dann aus. Wenn ich meine Augenbrauen gemacht habe und dann quasi kurz vor dem Lidschatten stehe, verwende ich nochmal das Setting Spray. Jetzt darf sich alles dann nochmal hinlegen. Welche Seite war das da? Denn jetzt habe ich ja auch Blush Bronzer Highlighter aufgetragen und Puder. Und das darf sich jetzt auch gerne mit der Foundation noch verbinden. Und dann sieht alles halt noch ein Stück weit natürlicher aus, finde ich. Mehr verschmolzen. Man muss es gar nicht schütteln, ich mache es trotzdem immer, ne? Dann gehe ich auch nochmal unter den Augen her und verhindere so halt, dass irgendwas überhaupt irgendwie creased. Und natürlich bringe ich so auch noch ein Stück weit Glow wieder zurück ins Gesicht. Die Base sitzt. Kommen wir jetzt zu dem Herzstück des Ganzen, zu den Lidschatten. Sammy schaut auch ganz gespannt. Dieses Jahr sind unfassbar viele
tolle Lidschattenpaletten in Kooperation auch mit Influencern, mit YouTubern rausgekommen. Sei es Hatice Schmidt, die Hatice Schmidt Labs gegründet hat, was mega schön geworden ist. Also die verwende ich auch super gerne, aber leider nicht in diesem Video. Ja, ich habe mir, ich weiß noch nicht, viel jetzt hier rausgesucht, die ich auch sehr, sehr schön finde. Eine, die auch letztes Jahr, glaube ich, in meinen Jahresfavoriten mit drin war und auch dieses Jahr immer noch zu meinen favorisierten Lidschattenpaletten gehört, und zwar von BH Cosmetics, die 1991 mit Alicia Marie. Das ist so eine tolle Lidschattenpalette, Leute. Ich mag die. Die ist klasse, ne? Die hat, also die kennen wir ja alle, die hat Duochromes und wunderschöne matte Töne, die sich toll verblenden lassen. Ich denke, dass ich die auch verwenden werde auf der Drogerieseite. Ich denke auch, dass ich auf der High-End-Seite die hier verwenden werde. Lethal Cosmetics hat mit Julina Menn eine Pressed Powder Palette rausgebracht. Das ist diese hier. Und das hat die auch super gemacht. Also da sind, finde ich, auch vergleichbare Töne drin, die man jetzt auch verwenden kann. Die ist ein bisschen bunter. Ich habe mir bewusst jetzt auch bunte Paletten mal rausgesucht. Ja, ich denke, die werde ich gleich verwenden. Und zwei, die ich ebenfalls vergleichen würde, aber da ich leider nur zwei und nicht vier Augen habe, kann ich die nicht mitverwenden. Da habe ich einmal von Catrice mit Maxime Giacomo die Palette, die Press Pigment Palette. Die hat er auch richtig gut hinbekommen, ne? Aber ich glaube, heute habe ich nicht Bock auf so einen extrem hellbunten Look. Denn das gibt diese Palette halt auch her, ne? So richtig, richtig schöne Töne. Dieser Leimton, der ist, oder Limone, der ist so geil. Der ist so, so schön. Den trage ich auch gerne einfach nur so auf dem Auge. Dann ein bisschen mit Braun ausblenden und fertig, so, so schön. Also das hat er gut gemacht. Und dann habe ich hier, die ist aber noch nicht so lange bei mir, das ist von Niki Tutorial zusammen mit Beauty Bay die Palette. Die ist auch so, so klasse, Leute, ne? Wahnsinnig schön, diese zwei verschiedenen Seiten von ihr. Das ist einfach wirklich auch wahnsinnig schön. Aber ja, ich glaube, also die beiden, ne, von Catrice und Maxime Giacomo zusammen mit Niki Tutorials mit Beauty Bay, die kann man sehr gut vergleichen. Und die von Jolina und von Ellie, die kann man auch sehr gut vergleichen. Aber ich glaube, heute habe ich ein bisschen mehr Bock auf etwas Dunkleres. Ich weiß noch nicht, welche Töne ich dann nehmen kann. Aber ich hole euch erstmal ein Stückchen näher ran und dann legen wir einfach mal los. Auch Pinsel möchte ich natürlich von Luisa hervorheben. Das sind ja die Crash-Pinsel, die sind so toll. Luvia mit Luisa quasi, das ist jetzt der Mini Crease Long. Ich habe ja auch den Adventskalender ausgepackt, war klasse. Und jetzt werde ich auf meiner, ich mache das immer im Wechsel, genau. Ich fange jetzt hier an und sette mit dem Ton Scandal aus der Jolina Palette. Mein Augenlid einfach. Eigentlich habe ich ja schon Setting Puder drauf und hätte es jetzt so nicht gebraucht, aber ich gebe den jetzt einfach nochmal on top. Und aus der Ellie Palette verwende ich den Ton Afterlife. Übrigens, die BH Cosmetics Paletten sind generell immer favorisiert von mir, weil ich dazu sagen muss, du hast ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, kriegst tolle Geschichten, tolle Töne, tolle Texturen für einen annehmbaren Drogeriepreis. Ich gehe jetzt einfach mal in den Ton Karma rein, hier aus der Ellie Palette. Das ist dieses Senfgelb. Ein bisschen dunkler als Senfgelb. Ich glaube, dass die Looks jetzt nicht hundertprozentig übereinstimmen werden, aber sehr ähnlich sein können. Der kommt direkt in die Lidfalte. Auf der High-End-Seite verwende ich aus der Jolina-Palette den Ton Wonderland. Den Pinsel habe ich natürlich zwischenzeitlich am Handtuch sauber gemacht. Ich glaube, ich hätte den tatsächlich auch noch genauso da, aber man kann es auch einfach mit dem Handtuch machen, finde ich. Da braucht man jetzt nicht zweimal den Pinsel hier hinlegen, oder? Meine Meinung. Die Jolina-Palette mit Lethal Cosmetics hat mich übrigens auch überhaupt erst darauf gebracht, Produkte von Lethal Cosmetics ausprobieren zu wollen. Und das hat sie gut gemacht, finde ich. Also das ist schon ein guter Start für mich gewesen, die Marke kennenzulernen. Und seitdem habe ich auch das ein oder andere von Lethal Cosmetics mit zugelegt. Oh lala, die Töne sind wirklich sehr vergleichbar, auch wenn der aus der Ellie-Palette doch ein ganz kleines bisschen dunkler ist als der aus der Jolina-Palette. Mit dem Ton Bad Liar, also schlechter Lügner, aus der Ellie Palette, werde ich jetzt meinen Augenaußenwinkel etwas verdunkeln. Und auch meine Lidfalte werde ich dadurch etwas vertiefen, indem ich das einfach mit reinblende. Ich glaube, ich gebe mir da auch direkt schon ein bisschen was von an den unteren Wimpernkranz. Und bei der Jolina Palette gehe ich in den Ton Serendipity. Ich weiß nicht, ob der vergleichbar ist. Der ist ein bisschen wärmer. Und auch den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Es schaut ähnlich aus, aber ich meine, gut, ich habe jetzt drei Farben verwendet, ne?
Das Pinselset muss ich mir unbedingt auch noch zulegen. Da hat BH... Ihr habt mich gar nicht gesehen. Da hat BH Cosmetics mit Marvin Magnificent ein Pinselset herausgebracht. Und diesen Pinsel finde ich so klasse. Der ist meiner Meinung nach perfekt, um ja so... Moin, um Schimmerlidschatten aufzutragen. Da werde ich jetzt aus der Ellie Palette den Ton Lullaby aufnehmen. Den gebe ich mir auf mein Zentrum. Der ist halt ein bisschen Duochrome. Ein bisschen ist gut, sehr Duochrome. Und der kommt aufs Zentrum. Das heißt, der changiert halt auch so gold. Ne? Das ist jetzt sehr schwer, den zu vergleichen mit einem Ton aus der Jolina Palette. Schaut auf jeden Fall sehr nice aus, finde ich. Aus der Jolina Palette nehme ich den Ton. Und den packe ich mir hier auf dieses Zentrum. Da der Ton natürlich nicht Duochrome ist, ich aber trotzdem die beiden Augen relativ gleich haben möchte, gehe ich in den Ton Yes I Do, das ist der daneben, und toppe das einfach damit ein bisschen. Nicht so intensiv und nicht so hell, also so leicht lassen sich die beiden überhaupt nicht vergleichen. Und ich denke auch, dass man das sehen wird, dass da unterschiedliche Töne auf dem Zentrum drauf sind. Aber schön sind sie alle beide, ne? Jetzt nehme ich mir nochmal die Jolina Palette und gehe in den Ton Narcissist. Da behalte ich auch diesen Pinsel bei und gebe mir das einfach ins äußere V. Ich lasse den auch ein bisschen mit reinlaufen. Oh, ist der pigmentiert. Gefällt mir aber zur Abdunklung auf jeden Fall. Das mag ich gerne. Passt jetzt auch zu meinem grünen Pulli tatsächlich, ne? Das finde ich schön. Ich gebe mir da auch ein bisschen was von an den Außenwinkel meines unteren Wimpernkranzes, damit das Ganze verbunden wird. So, das mag ich gerne. So ein V bilden und dann halt so, ne, diese Vertiefung zu haben. Und auf der Ellie-Seite nehme ich den Ton Ritual. Das ist auch ein Duochrome, deswegen ist es auch schwer, das zu vergleichen. Aber ne, es ist schon ähnlich. Auch der ist super stark pigmentiert und auch der kommt etwas an den unteren Wimpernkranz. Auch wenn der Ton Pixie aus der Ellie Palette aussieht, als wäre er ein super Augenwinkel Inner Corner Highlight, ist er das für mich leider nicht, weil er mir zu gold, zu gelb ist und tatsächlich für mich etwas zu dunkel. Und in der Jolina Palette habe ich gar keinen Ton für ein Augeninnenwinkel Highlight. Das heißt, ich gehe bei beiden in den Highlighter, den ich mir ausgesucht habe. Das heißt, auf dieser Seite gehe ich in den Ton, in den Catrice Highlighter. Ich finde auch, dass man Highlighter super verwenden kann, um ihn als Augeninnenwinkel oder Augenbrauen-Highlight zu verwenden. Da habe ich auch diesen Pinsel wieder sauber gemacht und setze mir den in den Innenwinkel und auch ein bisschen unter die Augenbraue. Und auf der High-End-Seite nehme ich den Isotope-Highlighter. Der eignet sich auch super für ein Inner-Corner-Highlight und auch als Augenbrauen-Highlight ist der schön. Und das sind jetzt die beiden Looks mit den Paletten Drogerie und High-End. Sie sind vergleichbar, tatsächlich. Und ich finde sie auch beide sehr, sehr schön. Aber ich habe natürlich jetzt auch die Töne genommen, die wirklich vergleichbar wären. Ne? Die sind jetzt nicht 1:1 und ich sehe auch Unterschiede. Man wird es auch von Weitem sehen, aber es ist nicht so, dass man es auf den ersten Blick sieht, würde ich mal so behaupten. Schreib mir gerne, welche von beiden Paletten du vielleicht hast und welche du vielleicht besser findest. Ich finde beide klasse. Jetzt nochmal aus der Ferne. Man sieht schon einen Unterschied, aber nicht auf den allerersten Blick, finde ich. Also es ist schon, ich mag beide Looks gerne leiden und finde beides auch ein bisschen besonders. Ich mag das wirklich gerne. Und jetzt verwenden wir Fixing Spray, weil ich alles, was ich habe, fixieren möchte. Verwende ich immer vor den Lippensachen und meistens auch vor der Mascara. Genau, da habe ich jetzt auf der High-End-Seite von How Cosmetics das Indigo Child Setting Skin Perfector. Das hat auch so einen leichten Schimmer mit drin. Ist halt wie eine Parfümflasche eigentlich, ne? Das lasse ich kurz antrocknen und gehe dann nochmal mit dem Schwämmchen drüber. Ganz, ganz vorsichtig. Verwende ich tatsächlich nach dem Lidschatten gerne, weil ich ja auch gerne möchte, dass der Lidschatten hält. Und auf der Drogerieseite verwende ich ebenfalls wie eben auch ein Continuous Mist, und zwar ein Make-up-Fixing-Spray von Love. Das hatte ich im Love-Adventskalender, den ich auch von Purish zugeschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Das ist dieses hier. Mag ich auch sehr gerne leiden. Das hält das Make-up auch bei mir an Ort und Stelle.
Und es ist super fein. So. Falscher Schwamm. Der Schwamm. Mit. Machen wir damit. Eyeliner, das ist auch immer so eine Sache. Da habe ich mir auf der High-End-Seite etwas ausgesucht, was ich jetzt schon sehr, sehr viel auch in Beauty-Boxen drin hatte. Da habe ich von Aiko oder Aieko den Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Das ist halt so ein Filz-Eyeliner. Die mag ich persönlich am liebsten. Den habe ich auch richtig, richtig gerne. Der ist so toll, weil der auch so fein ist. Und der ist vorne nicht so schwämmchenmäßig, der ist eher so pinselmäßig. Und auf der Drogerieseite verwende ich einen von Trend Up, den ich auch klasse finde. Ultrashine Eyeliner Pen Waterproof. Der ist Alltime Favorite von mir, weil der so günstig ist. Man muss aber hierbei bedenken, dass der auch sehr schnell austrocknet. Das macht der von Aieko nicht. Der hält und hält und hält und hält. Und bis der mal irgendwann austrocknet, vergehen wahrscheinlich Jahre. Der von Trend Up hat aber auch eine sehr feine Spitze. Und mit beiden kann ich auch einen ganz tollen Wing ziehen. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt, wo ich die wirklich mal beide im Vergleich drauf habe, sehe ich einen krassen Unterschied. Denn hier haben wir den Trend Up Eyeliner, der mehr so für mich für den Alltag geeignet ist, weil der etwas zurückhaltender ist. Der ist nicht so tief schwarz, der ist matter, der ist dezenter und zurückhaltender tatsächlich. Während der von Aieko, der knallt, ne? Den siehst du direkt, der ist da, der ist kabam, der ist auch viel, viel leichter aufzutragen gewesen und gefällt mir ehrlich gesagt sogar auch besser jetzt zu dem Look, ne? Jo, aber es sind beide für sich gestanden und gesehen sehr, sehr schöne Eyeliner. Kommen wir zu den Mascaren. Da habe ich mir aus der High-End-Geschichte und aus der Drogerie-Geschichte jeweils zwei ausgesucht. Eine Mascara mit einem Gummibürstchen und eine Mascara mit einem Kunsthaarbürstchen. Ich verwende gerne beides, also worauf ich halt so Bock habe. Kunsthaarbürsten sind eigentlich eher dafür bekannt, dass man eine bessere Trennung der Wimpern hat und dafür auch mehr Länge reinbringt, während Gummibürstchen sind mehr so für die Trennung und für die Länge von den Wimpern, während du von den Kunsthaarbürstchen eher erwarten kannst, dass sie dir die Wimpern mehr verdichten. Es sieht dann natürlich auch etwas klobiger aus, aber es ist halt so eine Sache tatsächlich. Genau, auf der High-End-Seite habe ich mich für diese zwei Schätze entschieden. Das ist jetzt, glaube ich, auch echt keine Überraschung für euch. Einmal von IT Cosmetics ist das die Super Hero Mascara. Die ist so schön. Die hat ein ganz tolles Kunsthaarbürstchen. Und man würde es ihr mit ihrer kegelförmigen Spitze gar nicht so zutrauen, dass die so geil ist, wie sie ist. Aber sie ist hammergeil. Also das ist eine Mascara, die liebe ich, die macht, also die rettet mir auch alles, ne? Wenn ich zum Beispiel irgendeine Mascara habe, die mir die Wimpern zu sehr verklebt oder die einfach öde aussieht, eine Schicht von der drüber und alles ist gerettet. Die von Charlotte Tilbury habe ich erst so in den letzten Monaten kennengelernt und auch lieben gelernt. Das ist die Push-Up Lashes Mascara. Die hat ein ganz interessantes Gummibürstchen und zwar hat sie nur an den Seiten, die ihr jetzt sehen könnt, Borsten. In der Mitte, wenn ich sie jetzt so halte, hat sie gar keine Borsten, da ist sie einfach flach. Und die macht aber auch wundervolle Wimpern. Eine sehr empfehlenswerte Mascara, die ich auch schon aufgebraucht habe und das ist jetzt quasi mein Backup davon. Ich denke, dass ich aber die... Ich weiß noch nicht, weil ich möchte ja auch auf der Drogerieseite eine Mascara verwenden. Da habe ich mir zwei ausgesucht. Einmal von L'Oreal. Das ist die Air Volume Mega Mascara. Die ist auch mega. Die macht auch hammermäßige Wimpern übrigens. Diese Viecher hier, die ich hier drauf geklebt habe. Ich habe mich ja durch die ganze Make-up-Sammlung von mir mal durchprobiert, um meine Tops, Flops und so weiter rauszusuchen. Genau, die macht auch hammermäßig schöne Wimpern, aber man muss sehr vorsichtig mit ihr umgehen, denn sie verklebt auch sehr schnell deine Wimpern. Ne? Die verwende ich halt super gerne in Kombination mit einer Gummibürstchen-Mascara. Die ist aber mega, also die macht extreme Wimpern. Na, ich glaube, wahrscheinlich verwende ich die heute auch. So, und die Gummibürstchen-Mascara, die ich mir ausgesucht habe, auch das ist kein... Mein Handy, was hat es heute? Ich weiß es nicht. Es ist Silvester. Ich kriege wahrscheinlich gerade Silvestergrüße. Okay. Es ist von Maybelline, die Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Auch die habe ich, ich glaube, im Sommer vor allem sehr, sehr intensiv verwendet. Die hat ein Gummibürstchen. Aber auch dieses Gummibürstchen ist sehr interessant, weil es nicht so ist, wie man es normalerweise von einem Bürstchen erwarten würde. So schaut das Bürstchen aus. Gleich stellt die Kamera hoffentlich auch scharf. Ich weiß es nicht. Hallo. Mach scharf. Mach scharf. Irgendwann macht es scharf. Auf jeden Fall, jetzt macht es scharf.
Genau, es ist halt ein gebogenes Gummibürstchen, was halt sehr interessant aussieht, ne? Aber das macht auch extrem schöne Wimpern. Gummibürstchen-Mascaren sind dann diese zwei und das hier sind dann die, ich kann mich nicht entscheiden. Ich werfe mal ganz entspannt eine Münze. Kopf wäre dann quasi die Kunsthaarbürste und Zahl wäre die Gummibürste. Alexa, Kopf oder Zahl? Kopf. Übrigens, du hast eine neue Benachrichtigung. Du kannst sie auf der Startseite sehen oder auch einfach lies meine Benachrichtigungen vorsagen. Scharfes Teil ist übrigens auch einer meiner Favoritenprodukte, aber eher so im Technikbereich. Das habe ich aber zum Weihnachten gekriegt von meinem Freund. Okay, ja. Und dann nehmen wir halt das Kunsthaarbürstchen. Ja, ich verwende auf dieser Seite die High-End-Mascara und auf dieser Seite verwende ich die Drogeriemascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also das sind echt, ja, solche Mascaren, ne? In Kombination mit meinem Wimpernserum, was halt die Wimpern so krass werden lässt, was ich dir auch mal in der Infobox verlinken kann, was ich aktuell verwende, ne? Das ist halt der Grund, weswegen ich keine künstlichen Wimpern trage, weil wofür? Wofür? Was sollen künstliche Wimpern denn jetzt noch mehr machen? Also es ist echt wa-wa-wum überhaupt und ich rede hier ja auch von Drogerie und von High-End. Es ist wundervoll vom Ergebnis her, oder? Also ich kann mich nicht beschweren. Mein Papa hat versucht, mich anzurufen für alle die, die sich gerade da gedacht haben, was hat Alexa jetzt mir sagen wollen. Da ich hier keinen Empfang habe, klingelt mein Telefon nicht. Es macht dann nur irgendwann Bibib, weil es mir anzeigt. Du wurdest übrigens versucht anzurufen, aber ich habe hier echt keinen Empfang. Okay, jetzt kommen wir zu den Lippen. Und da habe ich etwas ganz Interessantes. Also meine Lieblings-Lip-Kombi überhaupt, ich kann jetzt hier mal dieses Gedönse absetzen, ist tatsächlich eigentlich dieses Jahr gewesen Lip Liner in Kombination mit Lip Gloss tatsächlich. Und da habe ich auf der High-End-Seite den Charlotte Tilbury Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner in der Farbe Pillow Talk. Eine wunderschöne Farbe. Und auf der Drogerie-Seite habe ich einen genommen. Zum einen, der mir von der Textur her mit am besten gefällt und zum anderen, was eine Dupe-Farbe ist, ganz ehrlich, ne? Das ist von Catrice der Plumping Lip Liner and Maxi Lip in der Farbe 020 What a Doll. Und das ist meiner Meinung nach eine wundervolle Dupe-Geschichte zu dem Pillow Talk. Und das wird jetzt aufgetragen. Fangen wir an mit der High-End-Seite und Pillow Talk. Pillow Talk würde ich übrigens übersetzen mit Bettgeflüster, oder? Super cremig im Auftrag, perfekte Farbe, also ne, das ist meine Lieblingsfarbe für die Lippen, das ist Wahnsinn. Und jetzt gucken wir uns mal die Drogerie-Seite an. Das Einzige, was ich übrigens hier dran zu monieren habe, ist, dass es ein Plastikding ist, was du anspitzen musst und kein herausdrehbarer Stift bzw. kein Holzstift zum Anspitzen. Das heißt, dadurch machst du deinen Anspitzer sehr schnell stumpf. Genau, dann gucken wir uns jetzt hier Catrice an What a Doll. Ich hatte auch noch ein paar andere Dupes, ne? Von Essence hatte ich einen und von Trend It Up. Die waren auch sehr, sehr ähnlich zu dem Pillow Talk und haben mir auch sehr gut gefallen. Die habe ich auch hier, aber den trage ich jetzt auf. Sehr Catrice-lastig übrigens meine Drogerie-Seite, ne? Jo. Der lässt sich noch ein Stück besser auftragen als der Charlotte Tilbury tatsächlich. Ohne Witz. Man sieht doch jetzt keinen Unterschied, oder? Also von Weitem sieht man überhaupt keinen Unterschied. Und von Nahem? Nur wenn man es weiß und wenn man ganz genau hinguckt. Aber ich mag diese Farbe einfach so gerne, weil das macht halt auch so weiße Zähne. Das sieht so harmonisch aus. Und wenn man kräftiges Augen-Make-up hat, auch wie jetzt, ne, macht das alles noch so ein bisschen zurückhaltender, entspannter und harmonischer. Ich mag das von der Farbe her. Und ob du da jetzt, ich weiß nicht, auf dieser Seite, ne? Keine Ahnung, was der kostet. In der Full Size 15 Euro, 20 Euro oder hier 3 Euro. Da entscheidet man sich doch schnell, was man nimmt, oder? Aber beide sind tatsächlich auch meine Favoriten.
Bei den Lipglossen bin ich sehr flexibel, um ehrlich zu sein. Also da ist es für mich hauptsächlich, bitte einfach nur nicht klebrig sein. Ne? Nicht klebrig sein, keine Fäden ziehen und so. Und deswegen ja, habe ich mir jetzt hier diese beiden ausgesucht. Das sind jetzt nicht absolut meine Favoriten, aber die gebe ich mir gerne halt über diese Farben drüber, weil es halt auch sehr gut passt. Da habe ich einmal von Fenty Beauty den Fuzzy, das ist dieser hier. Den hatte ich jetzt just mal gerade erst im Adventskalender, sonst mag ich auch sehr gerne den Fenty Glow oder den, nein, wie heißt der andere? Doch, Fenty Glow heißt der andere, den mag ich auch sehr gerne. Und auf dieser Seite nehme ich von Trend It Up den Blooming Summer Lip Tube. Das ist dieser hier. Die sind farblich halt auch super ähnlich, ne? Also da passt ja fast kein Blatt zwischen. Preislich extremer Unterschied. Und die kommen jetzt auf die Lippen. Der riecht gut von Fenty Beauty. Lässt sich auch schön auftragen, gibt einen schönen Glanz auf die Lippen. Was willst du mehr? Mache ich ein bisschen sauber, weil ich ein bisschen Lip Liner dran gekriegt habe. Aber das ist halt echt, ne? Mag ich gerne leiden. Dieses einfach nur Lipgloss, der sehr haltbar ist und darüber dann so einen schönen, ach Quatsch, ein Lip Liner, der sehr haltbar ist und darüber einen schönen Lipgloss, mag ich gerne. Und jetzt nehme ich hier den Blooming Summer. Der ist ein bisschen blöder von der Applikation. Das mache ich meistens einfach mit dem Finger. Und der riecht nach Rose. Auch da von weitem, du siehst doch keinen Unterschied, oder? Ich würde sagen, dass der von Trend It Up vielleicht ein ganz kleines bisschen dunkler ist. Aber ansonsten ist auch das sehr, sehr ähnlich. Und das seht ihr jetzt nochmal von Namen, meine ganzen Favoriten. Und da muss ich sagen, ob man jetzt High-End nimmt oder ob man Drogerie nimmt, im Prinzip ist doch eh alles eine Suppe, oder? Nein, also ich mag die Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, super, super gerne. Und ihr seht, dass die auch gut auf meinem Gesicht performen, dass das alles sehr schön funktioniert. Und auch das wird jetzt eine sehr langanhaltende Geschichte sein. Ich werde hier noch einige Videos mit drehen mit diesem Look. Und ja, mir gefällt's. Schreibt mir gerne eure Favoriten unten in die Kommentare rein. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ja, ihr Lieben, das war dann jetzt auch mein Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen, dass ihr schön in 2021 gestartet seid und dass ihr einen wundervollen Start habt ins neue Jahr, dass ihr gesund bleibt, dass ihr glücklich seid und ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.